Moin und Weidmanns Heil. Herzlich willkommen zum dritten Teil der kleinen Wiederladeserie. Heute geht's um das Kalibrieren und das Trimmen der Hülsen. Ich benutze tatsächlich, weil ich damals angefangen habe mit dem Wiederladen, die Hornady-Matrizen. Persönlich bin ich sehr zufrieden damit. Ich weiß, es gibt natürlich auch Triebelmatrizen oder ähnliches, die noch präziser sind oder dass man sich auf das Patronenlager seiner Waffe auch entsprechende Matrizen schneiden lassen kann. Das weiß ich alles und ich muss persönlich sagen, ja, solche Matrizen bieten noch ein bisschen mehr an Präzision, aber das muss ich auch erstmal, wie soll ich sagen, vom Handling her, von meinem Schießvermögen rausholen können. Und ich persönlich brauche sehr konstante Munition, kann aber dann wieder mit kleineren, wie soll man sagen, Mankos in der Präzision locker leben. Also ich will Munition, die konstant ist. Und dann ist mir eigentlich fast egal, ist der Streukreis jetzt Loch in Loch oder ein Zentimeter auf 100 Meter, also 10 Millimeter. Hauptsache, er ist konstant und das eben über die gesamte Charge meiner Munition hinweg, beziehungsweise besser noch chargenübergreifend. Und wenn ich gleich erzähle, wie ich die Matrize einstelle fürs Kalibrieren, dann wird vielleicht auch klar, warum ich bei der Art, wie ich lade, eben nicht solche Matrizen brauche, in Anführungszeichen. Ich bin tatsächlich auch ein Fan von den Vollkalibriermatrizen, aber dazu gleich mehr. Wir fangen jetzt erstmal an, das richtige Bushing rauszusuchen. Für die Match-Munition nutze ich die Hornady Match-Grade-Matrizen, sprich, die sind mit Bushing ausgestattet. Für Jagdmunition und für das, wie soll man sagen, schnell produzieren von Munition, für ein bisschen Spaß auf der Bahn, dann nutze ich ganz normale Standard-Matrizen. Aber jetzt hier für meine Match-Munition kommen welche mit Bushing zum Einsatz. Und jetzt müssen wir erstmal ermitteln, welches Bushing brauchen wir für die Hülsen, die wir heute kalibrieren wollen. Und dazu greife ich mir jetzt einfach erstmal 5 Hülsen wahllos hier aus dem Pool. Man kann auch 10 nehmen, aber ich nehme immer 5, die ich wahllos rausgreife. Und dann wird gemessen. Und zwar habe ich hier 1 Messgerät, mit dem ich eben die Wandstärke der Hülse messen kann. Und zwar seht ihr das hier, das hat eine kleine Kugel sozusagen und einen geraden Stempel. Und wenn ich jetzt die Hülse nehme und die Wandstärke messen will, dann schmiegt sich die Kugel an die Innenseite an und außen habe ich eben auch nur einen Auflagepunkt und kann dadurch die Wandstärke oben am Hals sehr genau bestimmen. Das Gerät geht tatsächlich runter auf 0,001 mm. Aber wir rechnen jetzt in Inch, weil wir das für Berechnung des Bushings besser anwenden können. So, einmal gucken, dass wir auch wirklich auf 0 sind. Bei solch präzisen Messgeräten merkt man dann tatsächlich die Schwankung übers Jahr im Material. Das heißt, das 0, was ich jetzt hier zum letzten Mal bei kälteren Temperaturen genutzt habe, ist natürlich nicht das 0, was ich jetzt hier habe. Aber innerhalb der Messung ist das Gerät unglaublich präzise. Ich verlinke das einfach mal. Ich bin sehr zufrieden damit. Gut, Wandstärke messen. Ich messe immer an 3 verschiedenen Positionen. Das hat ja auch so eine Ratsche, dass man immer den gleichen Anpressdruck hat. So, und das ist jetzt hier 0,0142 Inch. Bisschen drehen die Hülse. Ja, 0,140. Nochmal ein bisschen drehen. 0,1455. Gut, das mache ich jetzt mit allen 5 Hülsen. Messwerte sind durch.
Jetzt noch den Mittelwert ausrechnen, den brauchen wir gleich. Aber ganz ehrlich, wer mit Bushings arbeiten will, kommt meiner Meinung nach auch um so ein präzises Messgerät nicht drumherum. Was nützt das beste Bushing, wenn ich die Hülsen nicht optimal ausgemessen habe? So, Mittelwert wollten wir haben. So, Mittelwert steht, der ist 0,0143. Und jetzt müssen wir das entsprechende Bushing ausrechnen. Das geht sehr simpel. Und zwar, ich muss diesen Wert 0,0143 mal 2 nehmen. Weil ich habe ja eine Wandstärke gemessen. Wir haben ja zwei Wände. Das ist 0,0286. Dann wird der Kaliberdurchmesser dazu addiert. Bei 6.5 Creedmoor ist das 0,264. Dann haben wir den Durchmesser Hülse plus Kaliber. Das ist dann 0,2926. Und davon ziehe ich ab einmal 0,001 Inch, also minus 0,001. Und ich ziehe nochmal ab 0,003. Das eine ist sozusagen das, was ich das zusammenquetschen möchte, also die den Halt der Hülse an der Patrone. Das ist die 0,003 Inch. Und dann ist einmal diese 0,01 das, was die Hülse nach dem Zusammendrücken durchs Bushing sich wieder entspannt. Das ist immer, sagt man, 1/1000 Inch. Kann man damit sehr gut rechnen. Könnt ihr bei Hornady aber auch zum Beispiel nachlesen. Wenn ihr die Hornady Bushings benutzt, da steht das alles sehr, sehr gut. So, wir haben die 0,2926 minus die 0,004 in Summe. Das heißt, wir brauchen das Bushing mit 0,28 und dann müssen wir auf die dritte Ziffer aufrunden, also nicht 2886, sondern 289. Das ist unser richtiges Bushing für diese Hülse. Und dann schauen wir hier mal ins Kästchen. Ich habe die 90, die 88, das heißt, ich habe aber auch die Nummer dazwischen, die ist hier wahrscheinlich noch drinnen. Jawohl, hier ist es Bushing 289. Perfekt, wir können loslegen. Ärgerlich ist es immer dann, wenn man was ausrechnet, insbesondere wenn man Hülsen das erste Mal lädt, und man dann einfach nicht die passenden Bushings im Haus hat und dann wieder für so einen kleinen Artikel so lange warten muss. Ist aber so. Das Bushing kommt mit der Zahl, mit der lesbaren Zahl nach oben hier in die Matrize. Gern gemachter Fehler. Und wenn ich jetzt so saubere Hülsen habe wie diese hier, dann benutze ich kein Hülsenaufweiter. Wenn ich jetzt verbeulte Hülsen habe, die irgendwie, also wo der Hülsenhals irgendwie mal einen Schlag weggekriegt hat vom Runterfallen oder ähnliches, dann gibt es hier in diesem Set, ich packe das jetzt nicht alles aus, aber ihr seht schon, da so ein Aufweiter. Den lasse ich aber weg, wenn er nicht benötigt wird. So, wir haben das Bushing drin. Der obere Teil hier wird einfach nur handfest eingeschraubt und, ich weiß nicht, ob ihr das so hört, man soll das Bushing klappern hören. Erst dann ist es richtig. Wenn das Bushing jetzt hier drin fest sitzt und man nichts hört, wenn man die Matrize schüttelt, dann stimmt irgendwas mit dem Bushing nicht. So, rein damit. Und dann können wir mit dem Kalibrieren loslegen. Ich nehme tatsächlich einfach noch, weil ich relativ viel davon mal günstig gekriegt habe, das Case Loop von Hornady. Das RCBS-Zeug ist auch super geil. Das kann ich auch nur empfehlen. Was ich nicht so gerne mag, ist Graphit. Ich finde, das schmiert unglaublich auch in den Matrizen. Ich weiß auch, das ist wieder eine Philosophiefrage, aber dadurch, dass ich die Hülsen sowieso noch einmal reinige, um wirklich alle Rückstände rauszuhaben, nehme ich halt das Fett und bin damit sehr, sehr zufrieden. Also
Ja, es funktioniert. Ich habe tatsächlich auch schon mal aus der Not heraus einfach Vaseline, Melkfett genommen. Hauptsache, es schmiert. Das ist einfach so. Selbst mit Melkfett kann man zur Not die Hülsen kalibrieren, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Jetzt kommt der Punkt, wo ich noch meine Waffe dazu geholt habe. Und zwar hat es den Hintergrund, ich habe diese Vollkalibriermatrize. Ich möchte aber die Hülse nur so weit zurückdrücken, wie sie für meine Waffe passend ist. Und zwar, warum ich jetzt keine Halskalibriermatrize dafür nehme. Eine abgeschossene Patrone. Ich hatte eben schon das Wort Springback gesagt. Das heißt, im Patronenlager, wenn die abgefeuert wird, dehnt sich die Patrone aus. Muss sie ja, sie macht ja auch dicht nach hinten, damit keine Gase austreten. Aber sofort nach dem Schuss zieht sie sich wieder ein kleines Stückchen zusammen. Das heißt, auch eine feuergeformte Patrone schließt nicht 100% im Patronenlager an. Das ist in der Tat so. Das kann man tatsächlich auch mal nachmessen, beziehungsweise wenn man so eine Patrone dann auch die nur halskalibriert ist, mit diesem Blueprint-Zeug einschmiert, man wird sehen, die liegt nicht komplett im Patronenlager an. Soll sie auch nicht, weil würde sie komplett das Patronenlager ausfüllen, könnte ich sie nach dem Schuss ja gar nicht mehr rausrepetieren. Das heißt, sie zieht sich, das Messing zieht sich ein bisschen wieder zusammen und dadurch habe ich eben keine 100% anliegende Patrone. Will ich auch nicht, sonst kriege ich ja, ne, wie gesagt, sie nicht raus oder dann wieder rein. Ich möchte jetzt aber zum einen eben die ganze Hülse einfach kalibrieren, dass ich sicher bin, dass ich keine Aufbauchung habe. Auch keine noch so kleinen Aufbauchungen, wie es eben passieren kann, wenn ich nur den Hals kalibriere. Und ich möchte, dass meine Hülse sich im Grunde einklemmt zwischen Stoßboden und der Schulter. Das heißt, also ich zeichne das euch am besten einfach mal auf. Patronenlager. Hier ist die Verjüngung der Hülse sozusagen. Hier ist der Stoßboden. Und mein Ziel ist es jetzt, Anlagepunkt der Hülse hier unten zu haben, damit sie gerade auf dem Stoßboden sitzt. Gerade bei einer Matchwaffe ist der auch wirklich hundertprozentig rechtwinklig zu der Seelenachse des Laufs. Und ich möchte, dass sie hier oben leicht anliegt. Das hat der Folge, weil ich habe hier ja im Grunde einen Konus, einen Kegel. Der ist im Grunde selbstzentrierend, wenn man das so nimmt. Das heißt, ich möchte, dass er sich wirklich die Patrone sich vorne reindrückt und dadurch zentriert. Und dann wird sie im Grunde vorne durch den Konus gehalten und durch den Stoßboden festgedrückt. Das ist mein Ziel, wie ich die Patrone kalibriere, damit sie dann auch 100% zentrisch in der Laufachse sitzt. Wenn ich nur den Hals kalibriere, zum einen habe ich halt den Hülsenbauch sozusagen, der sich sowieso ein bisschen zurückzieht. Also die Theorie, dass sie, wenn ich sie nur Hals kalibriere, eben sich ja mittig ins Patronenlager einpasst, weil sie auf das Patronenlager eingeschossen ist, finde ich eben nicht so passend, weil sie eben ein bisschen Springback hat, ein bisschen sich zurückzieht. Zum anderen, wenn ich den Hals zu doll kalibriere, da gibt es dann so gute Regeln nach dem Motto, du musst den Hülsenhals ein Tausendstel, ein Dreitausendstel musst du zurücksetzen, dann ist sie richtig. Das kann ich immer nur in Bezug auf die jeweilige Waffe sehen, denn ich möchte ja diesen Effekt haben, dass sich die Hülse komplett einklemmt. Wobei einklemmt klingt jetzt ein bisschen drastisch, aber also der Verschluss muss halt zugehen, aber der Verschluss hat halt auch entsprechend Masse und Drehmoment, dass sich die Hülse eben reindrücken kann. Das funktioniert wirklich. Das mache ich schon seit langer Zeit so. Ich hoffe, ich kann mich hier verständlich ausdrücken. Herzensangelegenheit, warum ich das so mache. Und letztendlich, wenn ich sie nur Hals kalibriere und dann zu doll zurückstauche, habe ich den Effekt nicht, weil auch dann ist die Patrone im Patronenlager etwas lose. Theorie und Praxis. Ich würde gerne mal eine Innenaufnahme zeigen können von einer Hülse im Patronenlager, die so oder so kalibriert wurde. Aber das wird etwas schwierig. So, wie fange ich an? Ich löse jetzt einmal nochmal die Feststellung hier für die Matrize. So. Dann kann ich sie hier in der Höhe verstellen. Standardmäßig würde ich voll kalibrieren, indem ich den Stempel hochfahre, die Hülse runterschraube. Teilweise sagt man sogar noch ein bisschen weiter runter, weil die Hülse soll ja komplett in die Matrize reingepresst werden zum Vollkalibrieren. Mache ich jetzt aber nicht. Ich fange ein bisschen weiter oben an. Kontakt und dann eine halbe Drehung zurück. Das ist erstmal meine Ausgangslage.
Dann nehmen wir die eine Hülse, fetten sie. Dadurch, dass ich jetzt nur das Bushing ohne Aufweiter nutze, muss ich sie ja nicht von innen fetten. So, Lappen darf nicht fehlen. So, und dann rein damit. Einmal abwischen und dann kommt meine Waffe daher. Schnell noch ein Magazin geholt, damit die Hülse nicht durchfällt. Hülse rein. Es lässt sich schließen, aber es ist noch etwas schwergängig. Das ist mir ein bisschen zu viel. Ich suche den Punkt, wo sich die Kammer schließen lässt mit einem ganz leichten Widerstand. Die Hülse packe ich jetzt erstmal zur Seite. Nächste Hülse vorbereiten. Jetzt gehe ich so eine Achtelumdrehung weiter. Ich weiß, auch da gibt es wieder sehr viele Philosophien. Und letztendlich müsst ihr gucken, was funktioniert für euch, was funktioniert für eure Waffe. Fühlt sich sehr gut an. Die Hülse geht sauber rein. Ich habe einen ganz leichten Widerstand beim Schließen, aber nur minimal. Vom Gefühl her gebe ich ihr jetzt aber noch ein kleines bisschen. Das heißt, nochmal so eine Mini-Umdrehung weiter. Das ist jetzt tatsächlich auch nichts, was ich mit dem Hornady Comparator ausmesse erstmal, weil ich will ja die Länge für meine Waffe bestimmen und nicht jetzt einfach sagen, sie hat vorher das Maß und jetzt muss ich um das Maß zurückgehen, sondern ich mache das jetzt wirklich komplett auf die Waffe, auf das Patronenlager der Waffe bezogen. Fühlt sich schon sehr gut an. So, und jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich tatsächlich einmal nachmesse, weil mich auch interessiert, um wie viel ich die Hülse jetzt zurückdrücke, den Hülsenhals. Dieses Tool hier von Hornady, Comparator Tool heißt das, glaube ich, ist dafür wirklich, wirklich Gold wert. Kurz mal schauen, das richtige Bushing ist drin. Macht aber nicht den Fehler, auch da gibt es Toleranzen. Also dieses Bushing, was ihr hier benutzt, das funktioniert jetzt mit den Maßen perfekt. Würdet ihr ein anderes Bushing nehmen, weil ihr das verliert und dann wieder eure Daten damit ermitteln wollen, dann könnte es sein, dass ihr Toleranzen haben. Die Bohrung hier ist sehr genau, aber auch sie hat feine Unterschiede. Und dann habe ich jetzt, ich sage jetzt mal wirklich Zahlen mir notiert und weiß, ich muss meine Hülse so und so viel zurückdrücken, habe zwischendurch das Tool gewechselt und schon stimmen meine Maße nicht mehr. Also insofern mache ich wirklich jede Ladung nach diesem Klickgefühl. Klingt jetzt ein bisschen komisch, weil wir immer gerne alles technisch erfassen und messen wollen. Aber es muss halt für die Waffe passen. So, die Hülse einmal hier auf 0. So, wieder trocken wischen und dann schauen wir mal, wo die Hülse hier liegt. Und ich bin jetzt 2000stel Inch zurückgegangen mit der Schulter. Liegt also in genau in dem Bereich, den man halt normalerweise eben anwenden würde, rechnerisch. Aber ich weiß es halt nicht zuverlässig. Und hier habe ich einfach den optimalen Punkt. Ich merke, das Patronenlager schließt sauber und zuverlässig, aber ich habe ein Minimum, einen kleinen Hauch von Gegendruck. Und das ist genau dieser Gegendruck, den ich haben will, weil sich in diesem Moment die Hülse eben vorne in den Kegel etwas hineindrückt und dadurch zentriert. So, unser Setting sitzt jetzt. Das heißt, ich kann hier
den Lockring einmal feststellen. Die hinteren Hülsen, die hatte ich jetzt ja noch einen kleinen Tick länger. Das heißt, die schicke ich jetzt hier einmal noch mit durch. Was ich dann tatsächlich, wenn ich jetzt die ersten 10, 20 gemacht habe, wirklich auch nochmal mache, ist diesen Schritt nochmal wiederholen. Sprich, ich kontrolliere nochmal. Das ist der Nullzustand. Das ist das Maß nach dem Zurückdrücken. 0,002, so rum, hatten wir eben ja auch. Nochmal der Check im Patronenlager. Leichter Widerstand, nicht zu doll. Perfekt für diese Waffe. So mache ich das. Ich mache das jetzt alles hier im Durchlauf fertig. Und dann sehen wir uns gleich zu Schritt 2 zum Trimmen.